Hallo, herzlich willkommen beim Huber Lifestyle Kanal. Wir sind heute wieder hier und dieses Mal das allererste Mal auf unserem Kanal. Geballte Frauenpower bei uns im Hause. Ich freue mich drauf, Mann. Was gibt Schöneres, oder? Aber wir haben eine Challenge und zwar was ganz Neues und wir sind gespannt, wie das ausgeht. Sarah, ich lasse dich sagen, was es genau geht. Genau, wir werden Einzelteile wieder in das Uhrwerk rein machen, sozusagen. Wir hatten ja auch gerade einen Uhrenkurs, wo wir das ein bisschen gelernt haben. Deswegen haben Jen und ich auf jeden Fall einen Vorsprung. Gegenüber vom Manuel, genau. Genau, deswegen. Sind wir mal gespannt, Ja, ob das voll. was gebracht hat, der Uhrmacherkurs, Ja. oder doch nicht. Oder ob der Manuel doch schneller sein Ja. wird. Wir Ich werden habe es noch sehen. nie gemacht, also ich lasse mich überraschen. Ja, Genau. dann starten wir mal und ich Let's glaube, du go. bist die erste Jenny, wo startet. Genau. Ich freue mich. Ja, wir uns auch. Also, bis gleich. So, ich werde jetzt versuchen, so schnell wie möglich hier diese Rädchen zu montieren. Gar nicht so einfach, wenn man so gestresst ist. Oh, Kopfschatten. So, jetzt. So, jetzt haben wir schon mal das erste Rädchen drauf. Ich bin ready. Ich freue mich auf die Challenge. Ich habe auf jeden Fall die besten Voraussetzungen mit meinen Nägeln hier. Aber ich hoffe, ich bewahre die Ruhe und ich bin ready. Ich würde sagen. Zuerst nehme ich diesen Ring. Ich darf mich nicht stressen. Ich mache den da rein. Ich nehme jetzt einfach kurz meine Nägel dazu. Dann nehme ich dieses Rad, setze es auch drauf. Diese Schraube. Also ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich das jetzt zum allerersten Mal mache. Und meine zwei weiblichen Vorgänger hatten den Vorteil, dass sie den Uhrmacherkurs gemacht haben, also schon etwas Erfahrung haben. Trotzdem gebe ich natürlich mein Bestes. Also ich denke, das klappt. Wir schauen mal, ob ich das auch herbekomme. So, ich starte in 1, 2 Sekunden und zwar jetzt. So, der Ring ist schon mal gut platziert. Das sollte passen. Passen. Dann die Scheibe. Ich bin da, glaube ich, etwas rabiater wie die Frauen, aber das Endergebnis zählt. Jetzt mache ich hier die Schraube. Ich versuche so. Das so schnell es geht. Festzudrehen, aber ich glaube, ich brauche einen größeren Schraubenzieher. Ja. So, erstes Rädchen sitzt. Das ist immer am schwierigsten, weil die so klein sind, dass man die fast gar nicht mit der Zange nehmen kann. Dann nehme ich so einen Schraubenzieher. Aber ist, glaube ich, zu klein. Ich versuche das hier irgendwie reinzuschrauben. Aber ich weiß nie, ob links oder rechts. Ah. Okay, das sitzt auf jeden Fall. Das ist noch das letzte. Jetzt die Schraube. Ich denke fast, dass das so von Hand besser geht. Ich habe ja gesehen, dass man das größere Teil nehmen muss. Ziehst mir die Schraube weg. Das ist doch nicht so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe. Hier der große.
Wie bin ich in der Zeit? Also ich bekomme die Schraube da nicht wirklich rein. Jetzt kommt wieder gefühlt die schwerste Aufgabe. So. Zweites Rädchen. Ist auch drauf. Zweite Schraube. Nein! Ist gar nicht so einfach, wenn man so weiß, dass man so unter Zeitdruck steht. Da haben wir auch ein großes Blättchen. Das mache ich jetzt auch daneben. Ah, warte. Ah, ne, ist richtig. Nächste Schraube. Also ich glaube, ich bin auf jeden Fall gut in der Zeit. Hoffentlich. Jetzt ist es ruhig zu drehen. Okay. Oh, es dreht sich nicht. Verdammt, was mache ich denn jetzt? Hilfe, was mache ich jetzt? Keine Ahnung, soll ich alles wieder abschrauben, oder? Vielleicht habe ich das falsch reingesetzt. Das kann natürlich auch sein. Ich weiß nicht, aber hat Sarah da extra einen Kratzer reingemacht, damit das nicht mehr geht? Ich habe zwar die Schraube immer dort, aber ich bekomme sie einfach nicht reingedreht. Obwohl ich eigentlich das Gefühl habe, dass das passen sollte. Aber irgendwie ist es schräg und darum bekomme ich das nicht rein. Obwohl es eigentlich fest drauf liegt. Also ich... Jetzt bin ich gespannt. Ah, ja. Nein. Du Philipp, schaust du mal, ich muss den Uhrmacher rufen, weil ich habe die Schraube immer oben, aber es ist immer schräg, obwohl ich es wirklich auch gerade reingedreht habe. Es ist ein Linksgewinde. Ah, scheiße. So. Und Schraubenzieher wieder. Und komm schon. Mensch. Ist die Schraube wieder umgedreht. So. Jetzt aber. Ich brauche wieder einen größeren Schraubenzieher. Ja, nee, ich habe es eigentlich richtig reingemacht. Irgendwie. Das heißt, andere Richtung. Das ist echt. Jetzt probiere ich es mal mit der anderen Richtung. Linksgewinde nach links. Aber auch hier. Ich bekomme es nicht gerade hinein, Philipp. Kannst du mir da helfen? Ich muss echt den Uhrmacher fragen. Ich habe das wirklich noch nie gemacht. Und bei mir dreht es immer durch. Ich bekomme da keinen Halt auf die Fassung. Mensch. So, fertig. Geschafft. Ich hoffe, es passt so, aber die Rädchen drehen sich. Also sollte stimmen. Was mache ich denn jetzt, wenn es nicht dreht? Also dann habe ich irgendwas falsch gemacht, oder? Ups. Dreht sich's? Ja. Stopp.
Ich war sogar schneller. Krass. Ja, nice. Es war gar nicht mal so einfach. Also ich bin eh schon der Loser hier. Von dem her mache ich das noch ganz schnell fertig. Also es ist wirklich schwieriger wie gedacht. Ich habe das wirklich noch nie gemacht und habe da gar keine Erfahrung. So weiß ich, links, rechts, oben, unten. Also es ist echt schwierig, darum Hut ab. Ich habe das sehr gut gemacht und ich gratuliere der Gewinnerin. So, wir drei haben uns jetzt die Challenge gestellt. Und jetzt wollte ich fragen, wie es dir gegangen ist. Ja, also ich habe es mir einfacher vorgestellt. Für mich war das Schlimmste tatsächlich der Zeitdruck. Aber ich habe es ja dann noch ganz gut hinbekommen im Endeffekt. Ja. Aber es war auf jeden Fall eine coole Erfahrung. Schön, schön. Also du hast mal besser hingekommen, wie ich das gemacht habe. Ja. Und Sarah, wie ist dir gegangen? Ich muss ehrlich sagen, es war eigentlich ganz okay. Ich hatte bisschen zittrige Hände und dann war es halt ein bisschen schwierig, die Schraube zum Beispiel da reinzuführen ordentlich. Aber im Endeffekt habe ich ja gewonnen, gell? Also ja, ja. Das muss ich ehrlich zugeben. Sarah hat gewonnen, hat das am besten gemacht von uns. Ich habe ja voll abgelust. Und ja, wir gratulieren dir, Sarah. Challenge bestanden. Dankeschön. Ja, ihr könnt gerne auch einen Kommentar da lassen. Daumen nach oben, falls es euch gefallen hat. Generell Fragen in die Kommentare. Den Channel abonnieren und wir würden sagen, wir sehen uns noch beim nächsten Mal. Ciao. Ciao. Mein Gott, war das gerade schwierig. Wir waren so unter Zeitstress. Ja, weil ich so unter Zeitstress war. Ich natürlich immer Rechtsdruck. Ja, ja, ja. Natürlich, alle, wenn du drauf denkst. Ich denke, so Gottes nicht, das gibt's ja nicht. Ja.